Willkommen in den FFG-Studios. Wenn Sie wollen, können Sie gerne applaudieren. Wir freuen uns auf flotte 60 Minuten, ganz großes Kino. Und das ist nicht nur der großen Leinwand, nicht nur dem Popcorn, das Sie bekommen haben, auch unserem heutigen Gast geschuldet. Nach dem Gespräch mit Oscar-Preisträger Stefan Rusowitzki werden wir uns alle fragen, echt spannend, wie wir über uns denken, wie Hollywood über Österreich, über Europäer denken. Was sind denn unsere Werte? Wie wertvoll ist Forschung und Innovation für Österreich? Was ist uns überhaupt wertvoll? Auch diese Fragen werde ich mit den beiden Ministern besprechen. Wir begrüßen sehr herzlich auch Vizekanzler Mitterlehner und Bundesminister Leichtfried. An unsere drei Gäste einen großen Applaus. Herzlich willkommen. Wir sind heute Abend unter uns. Das heißt eigentlich nicht ganz. Wir begrüßen in den Minuten auch die Forschungscommunity, die via Livestream dabei ist, ffg.at/live. Dort sehen Sie nachher dann auch einen Mitschnitt des Forums und alle Videos dazu. Mein Name ist Peter L. Eppinger, ich arbeite für gewöhnlich beim Hitradio Ö3 und habe schon gemerkt, im letzten Jahr dürfte ich einen ganz guten Job gemacht haben, denn vorher ist jemand zu mir gekommen und hat gesagt, Servus, Herr Epp. Sage ich, ich heiße doch gar nicht Epp, ich heiße Eppinger. Sagt er, da siehst du mal, wie schnell ich das Radio abdrehe, wenn ich deinen Namen höre. Ich war der Billigste in meiner Preisklasse, deswegen stehe ich wieder hier. Mal schauen, wie ich mich heute schlage. Ich freue mich auf den ersten Abtausch sehr, denn in der ersten Runde treffen wir hier auf die Aufsichtsratsvorsitzende und die beiden Geschäftsführer der FFG. Wir begrüßen hier auf der Bühne Gertrude Tumpel-Gurell, Henriette Eggert und Klaus Pseiner. Einen Applaus für Sie drei. Hallo, grüß Gott. Guten Tag, hallo. Wir müssen uns noch unterhalten über etwas, was letztes Jahr begonnen hat. Das war nämlich vor der Fußball-EM. Sie erinnern sich, und ich wollte mit Ihnen ein Fachgespräch beginnen, wie wir denn abschneiden bei der Fußball-EM. Und Sie haben meine Euphorie sehr gebremst. Zu Recht, wie wir jetzt gesehen haben. Damals hat man mich geschimpft, aber das sehen Sie, ja. Die FFG steht für Realismus. Ja. Jetzt geht es mit der WM weiter. Werden wir uns qualifizieren? Jetzt geht es weiter. Ja. Naja, ich würde sagen, jetzt bin ich positiv. Nein, das schaffen wir. Das schaffen wir? Ja. Wir schaffen das. Große Worte. Aufpassen damit. Aber bitte. So, bevor wir dieses Gespräch vertiefen werden, wollen wir uns kurz eine Art Zeugnis für Sie anschauen. Wir haben heute am Nachmittag schon die Forschungscommunity gefragt, warum die FFG so wertvoll ist. Bitte sehr. Wie wichtig ist die FFG? Sehr wichtig ist, glaube ich, das Instrument in Österreich, das die Forschung vorantreibt, die initiiert, die neue Programme entwickelt, und ohne die würde es bei uns wahrscheinlich nicht so gut ausschauen wie jetzt. Ohne Forschung würden wir keine gute Zukunft gestalten können, und die FFG, diese ist nicht nur in aller Munde, sondern insbesondere was den gesamten Forschungsbereich in Österreich anlangt, von höchster Bedeutung. Die FFG ist als Expertenorganisation in der Förderlandschaft ein ganz wichtiger Player und insbesondere in ihrer Rolle, Universitäten und Unternehmen zusammenzuführen. Ja, es ist eine ganz zentrale Fördereinrichtung und wirklich eine große Unterstützung für die Forschung und natürlich für die Unternehmen in Österreich. Die FFG ist ein Zeichen für die Innovationskraft in Österreich und aus meiner Sicht nicht wegzudenken. Ja, es ist ein wichtiges Instrument. Ich meine, Forschung ist ein Risiko, Risiko gehört da minimiert und somit ist es ein wichtiges Instrument. Die FFG ist für uns extrem wertvoll, um internationale Zusammenarbeit und internationale Kooperation in Österreich zu verwirklichen. Warum ist die FFG so wertvoll? Weil sie irrsinnig viel bewegt in Österreich für Innovation und speziell für die Finanzierung von jungen Unternehmen und von Unternehmen, die Innovation voranbringen. Und das ist ein super Beitrag für den Wirtschaftsstandort und für das ganze Land. Ja, gerne. Kommen Sie zurück näher. Stellen Sie sich näher zu den Buchstaben, die auch Ihr berufliches Leben bedeuten. Kommen Sie zurück näher vor, dann bekommen Sie besser in die Kamera. Frau Tumpel-Gurell, Sie sind seit 4 Jahren Aufsichtsratsvorsitzende der FFG. Was sagen Sie zu diesem Feedback? Ja, ich kann Ihnen sagen, es ist ein Vergnügen, den Aufsichtsrat zu führen. Erstens, weil ein sehr guter Geist in dieser Organisation herrscht. Es ist sehr professionell geführt. Die beiden Geschäftsführer haben in den letzten Jahren nicht nur neue Programme entwickelt,
zusammen natürlich mit den Fördergebern, sondern sie haben auch die internationale Vernetzung vorangetrieben. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig auch für unsere Kunden, die Firmen, von der Weltraumforschungsagentur, wo der Herr Steiner tätig ist, bis Singapur, wo die Frau Eckert tätig war, ist diese internationale Vernetzung natürlich auch zu den europäischen Institutionen ganz wichtig, damit die Forschungsmittel auch richtig eingesetzt werden. Ihnen dürfen wir gratulieren, denn Sie sind seit kurzem High Level Independent Evaluator of Past EFSM and ESM Financial Assistance Programs. Klingt schlimmer auf als es ist. Deutsch ist dann die Chefin von irgendwas. Nein, es geht darum, dass jede Institution, ja, nicht nur die FFG, ja, die vom Rechnungshof geprüft wird, auch der ESM, wie er jetzt heißt, der Gelder aufnimmt, um den Ländern in der Krise in Europa zu helfen. Die Chefprüferin sind Sie? Sozusagen, ja. Wow. Für eine Zeit lang zumindest. Ja. Tolle Aufgabe. Das heißt, wir können mit Ihnen über Standortfragen ja eigentlich perfekt diskutieren. Welche Rolle hat denn die FFG im nationalen und im internationalen Kontext? Die FFG ist eine wichtige Drehscheibe, nicht nur für die Forschungsprojekte, die sie vergibt an die Firmen. Sie prüft auch die Forschungsprämienvergabe, was ganz wichtig ist. Das heißt, per Saldo entscheidet sie über 1 Milliarde im Jahr. Ja, das ist eine ganze Menge. Und ist damit auch wirklich mit den zukunftsorientierten Firmen in ganz engem Kontakt. Ja, und das ist wichtig. Wir haben heute diskutiert im Aufsichtsrat über Fragen zum Beispiel. Momentan wird in Breitband in Österreich investiert. Ganz wichtiges Projekt. Aber was wir auch brauchen, ist Leute, die arbeiten können in diesem Bereich. Das heißt, wir brauchen mehr Absolventen, Absolventinnen aus dem Bereich Digitalisierung, IT-Kenntnisse. Und das, was die FFG gut machen kann, ist auch die Vernetzung mit den anderen Organisationen. Stimmt. Frau Eckert, kommen Sie ruhig ein bisschen näher. Da endet nämlich die Bühne und die Microsoft-Chefin ist am Nachmittag schon kurz. Aber wir haben sie gleich wieder aufgestellt. Als Geschäftsführerin der FFG, wie zufrieden waren Sie mit dem Feedback, das die Forschungscommunity Ihnen gegeben hat? Wir wussten nicht, dass es so sein wird. Man kann es ja immer nur hoffen, es hätte auch schlimm sein können. Aber ich glaube, dafür stehen wir. Und vielleicht ein anderer Gedanke. Ich hatte gestern in Zürich ein Gespräch mit einem sehr renommierten Wissenschaftler und der hat irgendwie gesagt, Wissen wird immer weniger wert. Ist ja eigentlich eine erstaunliche Aussage, aber hat sehr gut zu dem gepasst, was heute am Vormittag und am Nachmittag dann auch diskutiert wurde mit Herrn Uhr, mit der Frau Ritz, weil Sie das gerade gesagt haben, von Microsoft, den Herrn Grausam haben wir irgendwie gesehen. Es geht darum, dass es in Zukunft nicht mehr dieses auswendig gelernte Wissen ist, sondern das vernetzte Zusammenarbeiten in Plattformen, in verschiedener Form zwischen Grundlagenforschung, Wissenschaft und wir haben ja auch viele Vertreter aus der Wissenschaft, Universitäten und außeruniversitären Organisationen mit Fragestellungen der Wirtschaft, der Unternehmen. Und wir als FFG stehen dementsprechend genau für diese Werte, nämlich für Grundlagenforschung mit angewandter Forschung, nämlich dieser Übergang zwischen diesen beiden Welten. Wir stehen für die Werte regional zu agieren oder zu eigentlich auch zu wirken und auf der anderen Seite aber sehr europäisch, ich denke an Horizon 2020, an ESA, an internationale Programme auch zu agieren, dafür stehen wir auch und wir stehen am Ende des Tages natürlich auch für die tausenden Projekte, es sind viele tausend, die wir pro Jahr am Tisch haben, unsere Vollprofis in der FFG, die das auch bearbeiten und die wiederum sind Ausdruck von cleveren Menschen in Österreich, diesen Talenten, von erfahrenen Menschen, von hart arbeitenden, die an der Zukunft Österreichs arbeiten. Und nur wenn man diese Brücke und Überbrückung von einerseits Erkenntnis und Grundlagenforschung in Richtung der Wirtschaft schafft, die Innovation, Produkte für den Markt, für die Gesellschaft schaffen, dann werden wir in der Zukunft auch Wertschöpfung haben, werden wir Arbeitsplätze schaffen. Das ist am Ende des Tages unsere Aufgabe. Herr Seiner, das Feedback der Forschungscommunity. Zweimal gesagt, hervorragend, aber ich sage was dazu. Auch wenn ein Feedback kommt, das uns nicht gefällt, und dafür ist auch der heutige Tag da gewesen, ist das für uns wichtig. Und wir hören sehr genau zu, wie die Community über uns redet, wie sie uns beurteilt und was sie von uns will.
Weil das ist die zentrale Frage, wie weit kann eine Forschungsförderungsgesellschaft auf die Anforderungen unserer Klientel aus der Forschung, aus der Industrie rasch, unbürokratisch und zielgenau reagieren. Und deswegen jedes Feedback gut, das Positive freut sich. Nehmen wir gerne. Ja. Was sind die Herausforderungen der FFG für die nahe Zukunft? Auch die längere gerne. Also die Herausforderungen sind ja vielleicht, wenn man das Motto des heutigen Tages und auch des Nachmittags nimmt, Werte schaffen, ja, Wirkungen erzielen. Das ist eine Frage, die muss man sich in einer Forschungsförderungsgesellschaft jeden Tag stellen. Wie kann man das öffentliche Geld, die öffentlichen Mittel so einsetzen, dass nachweisbare Wirkungen entstehen am Arbeitsmarkt, technologischer Fortschritt entsteht und natürlich auch ökonomischer sozusagen Gewinn entsteht. Und dafür haben wir ein gutes Portfolio, aber ein wichtiges Ingredient ist, dass dieses Portfolio immer spannend bleibt. Wir brauchen auch immer wieder neue Initiativen. Es hat Herr Minister Leichtfried heuer zum Beispiel in Alpbach eine wirklich substanzielle neue Initiative mit Silicon Austria angekündigt. Das ist ein gutes Beispiel. Das ist für uns die Steilvorlage, das nehmen wir auf. Unsere Aufgabe ist es, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen in den Ressorts sozusagen hier die richtigen Antworten für die Community zu geben, dass das Geld zielgerichtet rauskommt und auch wirklich was bewirkt. Vielen Dank an Sie drei. Das ist Ihr Applaus. Danke, Herr Pseiner. Vielen Dank. Weil wir schon Feedback bekommen haben von den Innovationsplayern der Forschungscommunity hier. Es sind ungefähr an die 800, die sich jährlich hier anmelden und dann Nachmittag und Abend mit uns verbringen. Wollen wir uns anschauen, welche Persönlichkeiten an einem Ort alle schon waren und noch sind. Hier sind ein paar Eindrücke von heute Nachmittag. Das FFG-Forum ist quasi ein Fixstern im Jahreskalender, um genau diese Wissenschafts- und Forschungscommunity wieder zusammenzuführen. Die Digitalisierung ist der Wirtschaftsmotor für die nächsten Jahre. Treibt Industrialisierung 4.0. Ich glaube, Österreich sollte sehr, sehr mutig sein, den Schritt zu gehen und hier ganz, ganz viel Innovation in die Industrie reinzubringen. Der Wert hat sich für uns vervielfacht. Wir haben im internationalen Wettbewerb einen Millionenauftrag gewonnen und die FFG hat uns auf diesem Weg mitbegleitet und dazu beigetragen, dass wir das im internationalen Wettbewerb auch gewinnen konnten. Also danke FFG. Danke FFG. Das heißt ein Netzwerk, auf das Sie nicht mehr verzichten wollen? Nein, also auf mich kommt es jetzt sicher nicht an, aber ganz wichtig für die Forschungsszene, für die Unternehmen in Österreich. Es ist auf alle Fälle sehr, sehr wichtig. Was wünschen Sie sich vom FFG-Forum? Eine möglichst breite Ansprache, eine möglichst hohe mediale Präsenz, damit die breite Bevölkerung sieht, was hier geleistet wird und wie wichtig Forschungs- und Entwicklungsförderung in Österreich ist. Das waren die Eindrücke vom Nachmittag. Nun wollen wir für Neues sorgen und das machen wir mit den Ministern für Wissenschaft, Forschung, Technologie und Innovation und Wirtschaft. Wir begrüßen hier bei uns Vizekanzler Mitterlehner und Bundesminister Leichtfried. Willkommen im großen Kino. Hallo Herr Minister. Geht's gut? Vielleicht kann man das Mikro noch. Wenn das Mikro geht. Ja, gern geht's, ja. Wenn man das noch hört, was man sagt. Ist ja, also wir hören Ihnen angenehm, zu. Ja. Ja. Sicherlich einer der angenehmeren Termine, die man hier hat beim FFG-Forum. Im letzten Jahr haben Sie es auch sehr genossen. Ja, meine Damen und Herren, ich
darf Sie einmal auch von meiner Seite begrüßen und auf die Frage eingehen. Ja, es ist ein angenehmer Termin. Hätte zwar auch gerade vorher einen schönen gehabt bei der FCG, also beim Sommerfest. Ah. Spanferkel essen, aber wird hier sicherlich getoppt. Auf der anderen Seite, auf der anderen Seite muss ich sagen, ja, ich bin eigentlich in den letzten 8 Jahren die Konstante gewesen. Auf der anderen Seite, auf der anderen Seite steht die Innovation, die politisch ist mein 4. Partner als Infrastrukturminister. Aber auch das gehört zum Leben. Hier vorne begrüßen wir Gerald Klug ganz nebenbei. Herzlich willkommen. Willkommen. Sie erinnern sich noch an ihn? Weil Sie haben gesagt, so viele in letzter Zeit und so. So weit reicht's ja. Herr Minister, um etwas ernster zu werden, die Weltwirtschaft erholt sich nur langsam, aktuell ist Europa sehr gefordert. Welche Anstrengungen braucht dann Österreich, unser Land, um es weiter noch vorzubringen? Und welche Rolle hat die FFG Ihrer Meinung nach? Ja, im Endeffekt sind wir jetzt das erste Jahr in einer Situation, wo man sagen kann, jetzt haben wir wieder Wirtschaftswachstum, auch wenn der Arbeitsmarkt da und dort eigentlich noch hinten nachhinkt und wir noch nicht genau bei der Arbeitslosigkeit die Entwicklung haben, die wir brauchen würden, aber wir haben zumindest Höchstbeschäftigung. Also wir sind in einer einigermaßen guten Phase und im Endeffekt sind wir dorthin nur gekommen, indem wir erkannt haben, wir müssen möglichst forschungs- und wettbewerbsorientiert sein. Das funktioniert auch einigermaßen, wenn ich mir anschaue, wir haben 3% F&E-Quote. Da sind wir in Europa zumindest einmal an dritter Stelle. Da merke ich aber bei anderen Ländern, die haben auch eine ähnliche Quote, sind aber am Innovation Scoreboard vor uns. Also wird irgendwo bei uns noch ein Potenzial sein, etwas besser zu machen und das liegt also in der Effizienz des Systems. Auch wenn man sagen muss, wir sind jetzt einmal vom 11. Platz zumindest am 10. wieder vorgekommen. In den letzten Jahren sind wir immer um einen Platz nach hinten gereiht worden. Also würde ich das als positiv nehmen, den Trend müssen wir unterstützen. Und unterstützen heißt auf der anderen Seite für mich, ja, die FFG oder auch der FWF haben eine ganz wichtige Rolle. Ist heute ja schon auch im Film gesagt worden, in der Motivationsentwicklung, in der Bereitstellung von Information, auch in der Bereitstellung von Service und natürlich auch bei der breiten Bevölkerung, dass man eine Art Imageprofil entwickelt. Denn Forschung und Entwicklung stehen, wenn man Fragen stellt, was ist Ihnen wichtig beim Bürger, noch weit hinter der Entwicklung des Benzinpreises oder anderer Themen. Da haben wir noch eine Notwendigkeit, das zu tun, das stärker zu bewerben, würde ich sagen, oder besser zu positionieren. Denn wenn ich Budgeterhöhungen brauche dafür, werde ich das nur kriegen, wenn sozusagen auch die Bevölkerung versteht, wofür. Und wenn Sie das verstehen, das hängt halt eigentlich mit Arbeitsplätzen zusammen. Im Endeffekt daher wichtiger Multiplikator im Gesamtsystem ist die FFG und danke allen Beteiligten, also Aufsichtsrat, aber insbesondere Geschäftsführung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, es funktioniert. Jedes Jahr muss man das sagen und das ist ja das Beste daran, eigentlich sehr gut. Beim Bürger steht Forschung und Innovation noch etwas weiter hinten. Beim Minister, welchen Stellenwert hat das für Sie? Ich muss einmal am Anfang anmerken, neuer Minister sofort einen Raum vorgerückt, sicher kein Zusammenhang, nicht? Vielleicht können wir das öfters probieren, Minister öfters wechseln und wir rücken jedes Mal einmal vor. Der Herr Vizekanzler ist es eh schon gewohnt, dass er andere Minister hat. Nicht? Hat die SPÖ noch entsprechendes Reservoir? Die SPÖ hat sicherlich noch 11 gescheite Leute, dass wir dann ganz vorn sind. Machen wir Folgendes, ich gehe runter und lasse Sie mal unter, das wird spannend hier, das wird sehr spannend. Ich glaube, Sie brauchen gar keinen Moderator. Sie können gern wieder kommen. Also ja, wir sehen uns. Aber ich fand das gut. Wir sind uns einig, war jeder Minister gut oder jede Ministerin, ansonsten wäre die FFG nicht so gut. Und wir haben es in der Koalition gerade gar nicht so leicht, also der eine und der andere. Aber gerade die FFG, wo wir auch 50-50 haben, ist ein Beispiel dafür, es geht auch anders. Ich bin jetzt eben 8 Jahre da dabei, politisch in der Verantwortung, wir haben noch nie einen Streit gehabt. Das spricht eigentlich für eine, ja, würde ich sagen, Kultur des Miteinander, die uns eigentlich schön auch vorwärts bringen kann. Schön.
Na, und es ist ja auch wirklich, wollte den Herrn Vizekanzler vorher nicht unterbrechen, es ist ja wirklich ein sehr angenehmer Termin hier. Man hat in der Politik ja fast ausschließlich angenehme Termine, aber das ist jetzt wirklich einmal ein besonders angenehmer und möchte mich auch herzlich bedanken, dass ich jetzt das erste Mal da sein darf. Waren Sie auch beim Spanferkel essen vorher, oder? Nein, ich habe mir eigentlich auf eine ganz eigenartige Frage vorbereitet, die in meinen Unterlagen gewesen Welche ist. Welche war's? Ja, ich hätte einen Lieblingsgegenstand nennen sollen. Der kommt später. Ah, der kommt später. So, ja. Und habe den ganzen Nachmittag alle Termine abgesagt, weil das eine unglaublich schwierige Frage für mich war. Sehr. Ich habe mir was überlegt dazu. Ja, ich bin schon gespannt auf die Antwort. Er hat zu mir gesagt, Ministerratssitzungssaal. Platz neben Reinhold Lopatka. Ja. Aber vielleicht können wir jetzt über Forschung. Also ich hätte Ihnen ja die Frage gestellt. Also wenn Sie, also ich fand das sehr amüsant, wenn Sie rück weiter, dann haben wir mehr davon. Ja, es war die richtige Frage, war nicht die richtige Antwort wahrscheinlich. Hätte Herr Oberhauser damals in der ZIP gesagt. Ja. Ich wiederhole die Frage nochmal. Das wäre nett. Ja. Wie der Herr Vizekanzler gesagt hat, hat beim Bürger Forschung und Innovation nicht so großen Stellenwert. Für Sie als Minister, welchen Stellenwert hat es denn? Unglaublich hohen Stellenwert. Ich glaube, Forschung und Innovation ist ein Wesen, das den österreichischen Erfolg ausmacht. Wir haben, und worunter ich oft leide, ist, dass wir Österreich immer so darstellen, als wäre Österreich irgendwo in der Mitte zwischen gut und schlecht und manchmal bringen wir ein bisschen was weiter, manchmal bringen wir nicht so viel weiter, aber Österreich zeichnet eines aus und das ist wirklich bemerkenswert. Unsere Leitbetriebe, insbesondere die Leitbetriebe, aber auch alle anderen Betriebe, die da dann dranhängen, sind unglaublich erfolgreich. Ich komme aus einer Region, ich komme aus Bruck an der Mur. Vor kurzem hat jemand zu mir gesagt, ihr seid inzwischen das metallurgische Kompetenzzentrum Europas. Und das ist nicht von irgendwo her gekommen, das ist daher hergekommen, weil unglaubliche Anstrengungen in Forschung, Technologieentwicklung, Innovation gelegt wurden. Und inzwischen ist dort jeder zweite Betrieb ein Exportbetrieb mit Exportquoten über 85%. Es gibt sogar einige mit 100% Exportquoten. Und das ist eigentlich das Resultat des Forschungsgeistes, des Innovationsgeistes, der in ganz Österreich aufzufinden ist. Und das macht mich wirklich froh und stolz, dass es sowas in unserem Land gibt. Wir haben auf der, wenn Sie wollen, ja gerne, klar. Wir haben den Bürger gefragt, jetzt spannend, wie wichtig denn Forschung und Innovation für Österreich ist und welche Werte denn den Österreicher überhaupt ausmacht. Hier kommt unsere Zuspielung. Ist Forschung und Innovation ein typisch österreichischer Wert? Ja, schon. Wir bilden uns weiter in der Medizin und in solchen Sachen. Ich finde doch, grundsätzlich, obwohl Österreich so ein kleines Land ist, hat es auch schon viel erreicht, also auch international, auch schon bei vielen Sachen mitgearbeitet, in vielen Werken, auch für in Weltraumforschung und so. Ich bin aufs ganze Land stolz. Und welche Werte braucht es, um innovativ zu sein in Österreich? Ich glaube, genug Motivation auch nicht aufzuhören, glaube ich, weil man immer in eine Sackgasse gerät oder sehr schnell in eine Sackgasse gerät. Ich glaube, eine gewisse Aufgeschlossenheit neuen gegenüber Weltoffenheit, weil man einfach nicht nur seine eigene Meinung oder seinen eigenen Standpunkt vertreten darf, sondern wirklich auch den Blick vielleicht in die Ferne schweifen lassen muss und andere Meinungen gelten lassen muss. Ich finde, wir seien ziemlich vorbildhaft in Sachen Umwelt. In der Industrie sind wir innovativ. Ist doch gut, oder? Ja, für die Wirtschaft. Was ist ein typisch österreichischer Wert? Grant. Grant? Ja. Grant ist typisch österreichisch? Genau. Ehrlichkeit, Treue, Loyalität, natürlich auch eine gewisse Heimatverbundenheit, naturverbunden. Humanität, Großzügigkeit. Sind wir Österreicher respektvoll? Ja, ich glaube schon. So in mancher Hinsicht. Ich bin auch, aber das kommt, glaube ich, eher mehr so selbst auf den Menschen an. Ja. Das kann man jetzt nicht in dem Gesamten sagen. Ich glaube, da will ich wer durch. Entschuldigung, lass mal, ja. Wir stehen hier mitten auf der Begegnungszone auf der Milferstraße und werden gerade überholt. So, weiter geht's. Ja, wir sind respektvoll, wisst ihr? Respektvoll und wir machen Platz für den jungen Mann. Nicht? Genau. Respekt. Es ist Respekt. Ist Respekt ein typisch österreichischer Wert?
glaube überhaupt, dass man Werte kann man interpretieren und leben mit bestimmten Graduierungen. Und ganz ehrlich gesagt, so wie es da steht, wenn ich Werte schaffe, schaffe ich eigentlich Ergebnisse. Mhm. Und wenn ich bei Innovation frage und sage, ist Innovation ein Wert an sich? Wenn ich sage, als Ergebnis vielleicht im Ranking da und dort ja. Aber im Endeffekt ist die Frage, welche Innovationskultur habe ich? Und das ist für mich der entscheidende Wert und den kann ich unterschiedlich leben. Und genauso geht es mit Respekt. Also Respekt, würde ich sagen, bei einem oder anderen Menschen ist er noch ausweitbar, der Respekt. Ich brauche nur jetzt im Umgang mit Flüchtlingen und anderen Fragen darüber diskutieren. Bei anderen sehe ich den Respekt durchaus da. Und deswegen gibt es ja auch zum Beispiel eine eigene Einrichtung und einen eigenen Verein, der heißt Respekt beispielsweise. Also muss ich diese Kultur auch irgendwo, den Horizont weiterentwickeln, denn ganz im Optimum werden wir noch nicht liegen, was Toleranz, Respekt anderes anbelangt. Herr Minister Leichtfried, Sie sind ja... Sie sind ja auch Verkehrsminister. Sind Sie gerne Verkehrsminister? Na und wie? Gut. Wir haben ja nicht umsonst auf der Marilferstraße gefragt, Begegnungszone. Sind Sie ein Fan der Begegnungszone? Oder soll ich Ihnen eine andere Frage stellen? Also ich bin Fan vom SK Sturm Graz. Ah, gute Antwort. Wie wichtig sind denn Forschung, Technologieentwicklung in Ihrem Bereich als Verkehrsminister, in der Verkehrspolitik? Ja, unglaublich wichtig. Wir kommen in eine neue Phase der Verkehrspolitik, in eine ganz andere Art von Mobilität. Der Aufbruch findet da gerade statt jetzt. Es wird ein Schwerpunkt des neuen Mobilitätsverhaltens sein, Elektromobilität leben. Also ich glaube, es poppt da jetzt gerade etwas auf in ganz Europa, als dass es endlich jetzt so weit ist, dass Elektroautos alltagstauglich wären, dass der Preis ein vergleichbarer zu vergleichbaren Modellen bei Verbrennungsmotoren wird. Und da ist es natürlich auch unglaublich wichtig für uns als Regierung darauf zu reagieren und Österreich elektrofit zu machen. Das ist die eine Herausforderung und da benötigt es natürlich auch Innovation und Technologie. Wir haben in Österreich sehr, sehr viele Unternehmen, die Automobilzulieferer sind oder Automobile auch bauen. Und da, wenn jetzt eine ganz neue Entwicklung kommt, muss man auch mithelfen, dass sie da mit können und dass sie weiter spitze bleiben. Und das Zweite ist natürlich das automatisierte Fahren. Das wird etwas werden, was auch viel, viel schneller kommt, als wir alle glauben. Ich war jetzt vor kurzem in Schweden und habe mir angeschaut, was die da schon planen. Volvo plant beispielsweise, in 3 bis 4 Jahren vollautomatisiertes Fahren möglich zu machen auf Autobahnstrecken. Das ist etwas, was man sich vor kurzem noch gar nicht vorstellen konnte. Und das ist eine unglaubliche technologische Herausforderung. Da reden wir von künstlicher Intelligenz, nicht mehr 0-1-Schaltungen und einfache Entscheidungen treffen, sondern wirklich künstliche Intelligenz, lernende Computer. Und da geht es natürlich auch um ethische und rechtliche Fragen. Wer trägt Verantwortung ab dem Zeitpunkt, wo vollautomatisch gefahren wird? Wer ist dann zuständig, wenn was geschieht? Oder kann man dann beim vollautomatischen Fahren Unfälle zur Gänze vermeiden? Ist es sicherer? Was heißt das für die Verkehrssicherheit insgesamt? Was heißt es für den öffentlichen Verkehr? Werden diese automatisierten Elektroautos die Züge ersetzen? Ich denke nicht, aber das sind Dinge, die meines Erachtens da ganz gut zusammenspielen und diese Kombination im Ministerium Innovation, Forschung, Technologie und Verkehrspolitik ist etwas, was so gut zusammenpasst wie selten etwas anderes. Wir haben über Werte gesprochen. Jetzt kommen wir zu dem Teil, worauf Sie sich vorbereitet haben. Dazu gibt es ein paar Vorschläge, denn wir haben nicht nur über Werte gesprochen mit dem Bürger und der Bürgerin, sondern vor allem auch darüber, was denn unser wertvollster Gegenstand ist. Da kommen ein paar Antworten. Welcher Gegenstand ist am wertvollsten in deinem Leben? Welcher Gegenstand? Also zum Angreifen, nicht jetzt. Woran denkst du sonst? Ja, die Familie natürlich. Ah, okay. Aber wenn du an einen Gegenstand denken würdest? Dann ist vermutlich mein Handy. Ohne dem kannst du nicht leben? Nein, momentan mein Auto. Weil? Weil es den höchsten finanziellen Wert hat. Mein Ehering. Unser Pass. Ah, spannend. Ja, wo man Erinnerungen hat, zum Beispiel. Ja,
Bilder, Erbstücke oder so. Ja. Oh, mein Handy zu sagen, oh. Nee, also, ich weiß. Er war beim Handy und du warst bei ihm. Nein, ich wollte sagen, mein Handy zu sagen, wäre jetzt ein bisschen Klischee. Ja, stimmt, okay. Ja, du könntest es auch noch sagen, dass sie und so. Und ja, manchmal. Ja. Ah, gibt es was, was ihr besprechen wollt? Ja, aber nicht vor der Kamera. Okay. Gut, lieber nicht vor der Kamera, deswegen reden wir kurz weiter. Herr Vizekanzler, was ist denn Ihr wertvollster, Sie dürfen nur einen wählen, was ist der wertvollste Gegenstand in Ihrem Leben? Die Frage kann man in der Pauschalität nicht beantworten. Sag Sie Ihnen müssen auch, aber. Naja, ist auch, weil die Frage Unsinn ist, weil das situativ unterschiedlich ist. Wenn ich in der Wüste stehe, bei 70 Grad, dann wird wahrscheinlich eine Wasserflasche momentan mein wertvollster Gegenstand Wann sein. Wann waren Sie zuletzt in der Wüste? Politisch öfter, aber... Okay. Aber ganz ehrlich gesagt, wenn ich irgendwo anders bin und zufälliger Auto brauche oder ein Fahrrad, ist das mein liebster Gegenstand, wenn ich es in der Nähe habe. Daher ist die Frage aus meiner Sicht so, in der Pauschalität einfach nicht wirklich nicht zu beantworten. Und hängt von der Bedürfnisabdeckung ab, von der jeweiligen. Und deswegen, okay, wenn Sie es wollen, ja. Vielleicht ist eine Uhr oder ein Handy gar nicht so ein schlechtes Ergebnis, weil mir die im Leben halt da und dort zumindest manches abdeckt. Mhm. Für den anderen ist das iPad, ich glaube, gerade die Gewöhnung an das und die Abhängigkeit, was gerade am wertvollsten ist, ist ja genau dann eher komisch wieder. Also ich würde mir nicht festlegen lassen, sag, das ist jetzt das Wertvollste für mich. Aber ich wollte Ihnen was anderes Wertvolles erzählen, weil es dort anknüpft, was der Minister gerade auch gesagt hat mit dieser Entwicklung im Autobereich. Wir haben gerade letzte Woche, ich weiß nicht, wer von der Montanuniversität Leoben da ist, das Zentrum am Berg eröffnet, das ist das Zentrum für Tunnelforschung. Ja, und ich finde ja ganz eine großartige Sache, weil warum? Dort wird genau das auch erforscht, dass sie nicht nur bei Zügen, sondern vor allem auch bei Autos mit Aktoren und Sensoren diese Steuerungsmöglichkeit im Tunnel beispielsweise erprobe. Das ist eine wunderbare Angelegenheit für die Firmen, wird uns einiges bringen an technischen Fortschritt und vor allem, dass wir dort Technologieführerschaft erwerben können. Professor Galler und andere sind da super unterwegs. Und auf der anderen Seite ist für die Region, gerade beim Erzberg, eine wunderbare Belebung, weil dort baue ich nicht nur Erz ab, sondern habe eine neue Zukunftsperspektive, zum Teil für den Ganzen, ist übertrieben, zum Teil für den Ort. Und das ist mir was wert. Hier vorne sind übrigens Vertreter von der Montana. Wir haben uns schon entsprechend gesehen. Herr Minister Leichtfried, was ist Ihr wertvollster Gegenstand? Auf die Antwort bin ich jetzt gespannt. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Ich habe mich nämlich falsch vorbereitet. Lassen Sie mich raten, Sie wollten mir sagen, es hängt von der Situation ab. Wenn Sie in der Wüste sind Nein, aber wir haben was anderes gemeint. Und zwar? Ja, das kommt dann, wenn ich den Gegenstand verrate. Okay, kann ich das erklären? Ja. Okay. Ich habe eigentlich gemeint, nicht den wertvollsten Gegenstand, sondern was ich mir als Lieblingsgegenstand vorstellen könnte, mir zu überlegen. Und das war unglaublich schwierig, weil ich es nicht so mit Gegenständen habe an sich. Also da haben wir was gemeinsam. Und jetzt habe ich nachgedacht, was könnte ich jetzt bei so einer Veranstaltung sagen? Das muss irgendwas Positives sein und zur Veranstaltung passen. Das war mal die erste Überlegung. Ja. Was könnte was Verbindendes sein? Das ist ja nett, was Verbindendes. Was gibt es für verbindende Gegenstände, die irgendwas mit Forschung und Technologie zu tun haben? Und die mich persönlich noch dazu ansprechen. Das war die zweite Herausforderung. Die dritte war, kann das groß auch sein oder muss das was Kleines sein, was man so einstecken kann? Ja. Weil dann wäre ich gescheitert. Mhm. Aber kann es was Großes auch sein? Also die Einleitung hat schon viel versprochen jetzt. Jetzt muss etwas Großes kommen. Ja. Der Semmering-Basistunnel. Wow. Aber das hat ja auch einen gewissen Grund. Ja, den kann man so praktisch einstecken, gell? Ja. Nein. Erstens wäre es für mich dann praktischer, nach Wien zu fahren. Das ist aber ein sehr egoistischer Grund. Und darum haben wir einen ähnlichen Gedanken gehabt, Herr Vizekanzler, weil Sie auch Tunnel angesprochen haben. Aber der Semmering-Basistunnel ist meines Erachtens ein Zeichen für unsere
technologische Werthaftigkeit, die wir haben. In diesem Tunnel werden die besten Tunnelbaumethoden angewandt, die zufälligerweise bei uns entwickelt wurden. Bin mit dem Professor Galler übrigens Schule gegangen, also schöne Grüße, wenn Sie wieder nach Leoben zurückkommen. Er hat was Gescheites gelernt, ne? Der ist Tunnelbauer geworden. Mhm. Ja, aber das ist nur so am Rande. Ich sage jetzt nichts. Naja, nichts. Nein, kann nur falsch antworten. Aber an diesem Tunnel wird nicht nur die beste Tunnelbaumethode, die es gibt, angewandt, da werden die besten Schienen, die es gibt, gelegt, die auch bei uns produziert werden. Da werden die besten Weichen hineingebaut, die auch bei uns produziert werden. Und das ist schon ein Zeichen dafür, dass wieder Forschung und Technologie Werte schafft, die dann auf mehr als 100 Jahre Bestand haben. Das wollte ich mit diesem Lieblingsgegenstand versuchen auszudrücken. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass genau das, was Sie alle tun, Werte schafft, die dem Land auf ganz lange Zeit nützen können und Dinge zustande bringen, die den Menschen im Land nützen können. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Mhm. Sie schaffen sozusagen mit Ihrer Arbeit Österreich und dafür möchte ich mich bei Ihnen allen auch herzlich bedanken. Dankeschön. Bitte. Also mir hat das vom Relativen der Werte gut gefallen. Also für den Steuerzahler wird es ein absoluter materieller Wert sein, was er für den Semmering-Basistunnel zahlen muss. Für den Minister ist bis jetzt eher ein ideeller Wert, aber er noch nicht fertig ist. Und auf der anderen Seite spricht es eigentlich dann gegen die Fragestellung ein bisschen. Ne? Was ist uns jetzt, ist das ein materieller? Ich setze mich wieder hin, oder? Es geht wie uns von vorne jetzt dann. Ein moralischer Wert oder sonst was? Es war eigentlich eine schlechte Frage. Aber ich finde es Ich nehme es auf mich, es war die schlechteste Frage, die man nur stellen kann. Und jetzt kommt die Überraschung, lieber Minister. Obwohl man diese Frage überhaupt nicht beantworten kann, haben wir sie als TED-Frage hier jetzt gleich. Und zwar zeigen wir Ihnen gleich eine junge Frau, die wir gefragt haben auf der Marilfer Straße. Und die hat uns etwas beantwortet, was uns, also eine Antwort gegeben, die uns sehr überrascht hat. Aber schauen wir mal kurz. Ich hätte mir jetzt erwartet, dass jeder sagt sofort, mein Handy ist das Wertvollste in meinem Leben. Nein. Nicht das Wertvollste? Nein. Mein Laptop. So, und diese junge Frau, die ich gerade verdecke, antwortet jetzt auf die Frage, was ist der wertvollste Gegenstand? A, der Semmering-Basistunnel. Nein. Nein, sie hat andere drei. Wir haben andere drei Vorschläge für Sie. A, sind das meine Fußballschuhe? B, mein Bett? C, mein Kühlschrank? Fußballschuhe. Sagen Sie, wollen Sie auch einen Tipp abgeben, obwohl man diese Frage nicht beantworten kann? B. B, Sie sagen A, Bett, okay. Ein SMS mit A, B oder C an 0664 791 6316. Jetzt bitte. Die richtige Antwort hat die Chance auf zwei Tickets für die A Austria 16 Gala, wo der Österreicher des Jahres gekürt wird. So, weil Sie vorher die Weichen angesprochen haben, jetzt müssen wir weichen. Für gewöhnlich wäre das meine letzte... Ja, und was ist jetzt die Antwort? Die kommt dann noch im Laufe des Abends. Sie müssen noch ein bisschen bleiben. Ja, gern. Danke. Für gewöhnlich, wenn ich jetzt zu einem Minister sagen würde, könnten Sie bitte die Klappe halten, wäre das furchtbar für mich und mein letzter Auftritt vermutlich. Aber es handelt sich um ein Requisit. Das ist eh schon durch die Frage der Fall. Ja. Danke vielmals. Danke. Wir zwei sollten gemeinsam auftreten. Ergibt sich was. Wir hätten uns die Showanlage sparen können heute. Also, ich darf Sie bitten, die Klappe zu halten und dann auch gleich zu schlagen, denn wir haben hier gleich einen Gast, der einen Namen hat, der uns allen sehr bekannt ist. Mit dem Gesicht sind wir uns nicht immer ganz sicher. Hier kommt Ihr Applaus und Sie schlagen die Klappe, bitte. Danke vielmals. Vielen Dank. Danke Ihnen. Kennst du diesen Mann? Nein. Achtung, zweites Bild. Also, was macht er? Ja, Schauspieler. Er ist Schauspieler, meinst du? Ja. Oder Regisseur. Ja, Regisseur, richtig. Einer der berühmtesten in Österreich. Er heißt Stefan... Spielberg. Nein. Stefan Spielberg. Er ist Stefan Spielberg, der berühmte Österreicher Stefan Spielberg.
Verbotene Sachen machen, schlimm sein. Ach, was weißt denn du? Hey? Weißt du, warum ich diesen scheiß Fahrradbotenjob mache? Er arbeitet in der Filmbranche. Richtig. Wie wirkt er denn auf euch? Wie ein Gewinner. Er wirkt wie ein Gewinner? Mhm. Ja. Sehr, sehr freundlich eigentlich und sehr glücklich über den Gewinn. Lektion 1. Die Haltung. Mit Freude. So sehen also die britischen Elitetruppen aus. Wer ist dieser Mann? Ein berühmter. Bitte was? Ein berühmter Mann. Sehr gut. Sie sind die Besten im Hauptfach Anatomie. Sind das eigentlich Modelle? Nein, nein, echte menschliche Präparate. Tut leid. Schon mal gehört von ihm? Ja, gelesen in der Zeit. Ja. Als Wissenschaftler muss man Regeln brechen und Grenzen überschreiten. Hm? Hallo? Was radikal Neues wagen. Was macht ihr eigentlich genau in eurer Forschungsgruppe? Who's this guy? Who's this guy? I don't know. Guess. Actually, I know who that is. He's, Yes? He's a director or something. Yes, he is. Okay, but I don't know his name. He won the Oscar. He's, Stefan... I don't know. Stefan, I don't know. Hieronymus darf das Hexenbuch auf keinen Fall bekommen, sonst wird er die ganze Welt beherrschen. Jungs, kommt! Zweites Foto. Was könnt ihr denn machen? Das ist der Herr Rucco. Rucola, genau. Ja. Der Herr Rucola. Wie heißen Sie? Gib mir einen Namen. Er nimmt mich mit nach Norden. Stefan Zelensky. Yes! Thank you! Wir mussten die Drecksarbeit machen. Was machen wir bloß? Was macht er denn? Filme. Richtig. Oscar. Ja, macht Oscar-Filme. Bisschen Werbung. Mit denen hat er angefangen. Aha. Mit Schweinderl, oder? Götter, spitzt der Schweizer. Ohren, Konzentration bitte. Mitte, ja, in der Mitte kommen. Sagen Sie Hollywood und so, hat man da Chancen als Schweinderl? Wer sagt als Erster? So. Witzki. Richtig, Stefan Rosowitzki. Es ist mir eine Ehre, den besten Fälscher der Welt verhaften zu dürfen. 75.517. Salomon Zorowitsch, König der Fälscher. Erinnern Sie? Willkommen in Sachsenhausen. And the Oscar goes to Austria for the counterfeiters, accepting the director Stefan Rosowitzki. This is the first Academy Award and second nomination for Austria. Oscar-Applaus nehmen wir mit für Stefan Rosowitzki. Hallo. So. Das ist die... Die Arbeitspauschale, die man mir hier zahlt, damit ich den Sessel herrichte. Wo wollen Sie sitzen? Da. Da. Also du, Sie haben mir vorher das Du-Wort angeboten, vielen Dank. Du, Herr Oscar-Preisträger, es fällt mir schwer, denn du bist mir schon sehr lange bekannt, auch durch den Ö3-Filmchef Pierre Straubinger. Der hat mir erzählt, dass es eine Dedication gibt aus den frühen 90ern, wo du selbst sagst, du bist der Stefan Rutzowitzki. Wie heißt es denn jetzt richtig? Es gibt eigentlich kein richtig, weil der Name, also der Ur-Ur-Großvater kommt aus Lemberg und es ist irgendwann mal verloren gegangen, das Hatschek oder der Hatschek auf dem Z. Das heißt also eigentlich, wenn man den Hatschek mitdenkt, dann wäre es Rusowitzki. Ja. Und so wie es jetzt geschrieben ist, ist es Rutzowitzki und alle Österreicher sagen Rusowitzki. Das ist sicher falsch. Lieber Stefan! neulich warst du bei mir im Ö3 Verkehrsservice am Nachmittag mit der Meldung, dass der Ring gesperrt wäre wegen Dreharbeiten. Und wie ich dann erfahren habe, war das die Dreharbeiten zum Film Die Hölle, der neue Film. Worum geht's denn? Das ist ein Actionfilm, der Versuch eines österreichischen Actionfilms und wir haben da einen wilde Autoverfolgungsjagd durch den Stadtpark, im Ring, am Ring gegen die Fahrtrichtung, dann quer durch den ersten Bezirk und schließlich Überschlag am Schwedenplatz. Das Ganze ist so ein bisschen
der Anspruch, dass man auch in Österreich, auch in Europa Filme für ein breites Publikum machen kann, nicht nur Festivalfilme, nicht nur Filme fürs Feuilleton. Ich gehöre noch zu einer Generation, die aufgewachsen ist mit europäischen Blockbustern, mit französischen Actionfilmen, mit Belmondo und Alain Delon, mit italienischen Western, Django, spanische Horrorfilme. Während heutzutage für meine Töchter, Teenager, ist europäischer Film eigentlich gleichbedeutend mit ja, interessant, aber eigentlich, also wenn man sich amüsieren will, wenn man so mit Freunden ins Kino geht, geht man klarerweise in Hollywood-Filme, in amerikanische Filme, und das ist eigentlich kulturpolitisch eine sehr traurige Entwicklung. Und das ist jetzt etwas fürs große Kino, was Sie drehen? Das ist fürs große Kino und hoffentlich fürs große Publikum. Mit Anatomie ist das einmal schon gelungen. Also das betrifft eigentlich den ganzen deutschsprachigen Raum. Also auch das deutsche Kino ist einerseits erfolgreich mit Komödien und andererseits mit Drama, historischen Dramen. Und Anatomie ist immer noch der kommerziell erfolgreichste deutsche Film, also aller Zeiten ist übertrieben, aber seit man das rechnet, seit es da Aufzeichnungen gibt. So ein Film ist ja nicht nur im Sinne von Geld, was sehr wertvoll ist, sondern wertvoll auch in Sachen Zeit. Sie brauchen für einen Film ein Jahr, glaube ich, oder? Grob geschätzt, wenn man es dann rumrechnen könnte. Ja, kann man sagen. Also die Dreharbeiten davor, die Drehbuchentwicklung kann sehr, sehr lange dauern. Die Finanzierung, bis es zustande kommt, kann sehr, sehr lange dauern. Aber sonst kann man aber sagen, so Pi mal Daumen ist 2 Monate konzentrierte Pre-Production, also Vorbereitung, dann 2 Monate Dreh und dann ist die Post-Production, also der Schnitt, und wenn man den Schnitt fertig hat, kann man machen erst Musik und Ton, dann braucht man noch ein paar Monate mit dem fertigen Film, um eine ordentliche PR-Kampagne aufzuziehen, das heißt also ungefähr, und bei uns wird es jetzt so sein, also wir haben im Jänner angefangen mit der Pre-Production und im Jänner 2017 soll der Film ins Kino kommen, also das ist flott. Alles Gute schon mal dafür. Danke. Sie drehen ja nicht nur in Österreich, sondern auch im Ausland, und eigentlich wollte ich Ihnen die Frage stellen, und da haben Sie mir vorher gesagt, das ist ganz schwer eigentlich nicht zu beantworten, mit welchen Werten man Österreicher im Ausland behaftet. Und Sie haben zu mir gesagt, nein, Hollywood wird man gar nicht als Österreicher gesehen, sondern als Europäer und auch mit dessen Werten. Welche wären denn das? Ja, also ein bisschen, ich glaube, Österreich, obwohl wir das vielleicht nicht gern so wahrhaben wollen, aber ist dann doch ein bisschen zu klein, als dass man da differenziert. Was haben jetzt die Österreicher für andere Werte als die Ungarn oder die Schweizer? Das wäre genauso, wie wenn man hier fragen würde, was haben die Menschen in Delaware für andere Werte wie die in Vermont? Und da gibt es sicher gewaltige Unterschiede. Aber das Europäische ist also jetzt gerade an der Westküste, ist schon mit so einem speziellen Reiz verhaftet, also gerade was so den künstlerisch-kreativen Bereich betrifft, dass man sagt, also so die wahren, zum Beispiel Kameramänner, künstlerischen Kameramänner, das sind dann doch die Europäer oder die europäischen Schauspieler, die haben irgend sowas. Die haben halt so diese ganze Kultur, die wir nicht haben. Da gibt es einen, was man gar nicht glauben möchte, Minderwertigkeitskomplex der Amerikaner gegenüber unserer gewachsenen Kultur und vorgegebenen Kultiviertheit. Sie haben gesagt, wir Europäer gelten als Exoten bei den Amerikanern. Ja, also... Ja. Ja. Ist es leicht, mit Amerikanern zu arbeiten als Europäer? Ja, schon. Es ist, ich meine, meine Erfahrung jetzt, ich habe jetzt gedreht in Kanada und Amerika, England. Letztendlich am Set kommt es dann darauf an, dass du als Regisseur
beweisen kannst, dass du dein Handwerk verstehst und dass du deine Hausaufgaben gemacht hast. Das heißt, dass du gut vorbereitet bist. Wenn du als Regisseur nicht gut vorbereitet bist, bedeutet das viel Zusatzarbeit für alle anderen. Und das kriegt dein Team relativ schnell heraus. Und wenn die merken, der weiß, was er will und das geht irgendwie in eine gute Richtung, dann hat man eigentlich keine Probleme. Wir sprechen heute viel über Innovation. Gerade in Ihrer Branche hat sich in den letzten 20 Jahren Enormes getan. Also angefangen zum Beispiel von den 90ern, als Sie meine Lieblingscomedy-Sendung im ORF gedreht haben, Montevideo, bis jetzt die Hölle. Da hat sich filmästhetisch unfassbar viel getan und ist weitergegangen. Sie haben vorher mir ein sehr schönes Beispiel gebracht zum Film Die Reifeprüfung mit der Produktionszeit. Ja, das habe ich letztens gelesen, hat der Regisseur von der Reifeprüfung, kennen wahrscheinlich die meisten, ist jetzt nicht irgendwie ein aufwendiger Actionfilm, sondern kammerspielartig, die haben 6 Monate Drehzeit gehabt. Das wäre ein Film, den man heute in 2 Monaten drehen würde, weil einfach die Kameras viel leichter sind, man viel weniger Licht braucht, weil sie lichtempfindlicher sind, weil man sehr, sehr vieles in der Nachbearbeitung es gibt so einen geflügelten Satz, let's fix it in the post, ja, also wenn irgendwas nicht funktioniert, das kann man mittlerweile alles, fast alles, kann man in der Postproduktion mit digitalen Effekten noch wieder gut machen, wegmalen, retuschieren. Mir ist eingefallen mittlerweile, also was Kamera betrifft, was die Leichtigkeit, die diese neue Generation von Kameras betrifft, das ist eine österreichische Entwicklung, war da ganz wichtig, die Moviecam. Da gab es einen österreichischen Ingenieur, den Gabriel Bauer, der hat eine Kamera entwickelt und obwohl das eine ganz kleine Firma war, ist der neben Arri und neben Panavision, hat der eigentlich überflügelt, weil einfach seine Kamera besser war. Was kann die? Die waren die ersten, die diesen Sprung gemacht haben von diesen großen, tonnenschweren Kameras, mit denen man, wo man 3 Leute braucht, um die von A nach B zu tragen. Kleine Kameras, die ergonomisch sind, die der Kameramann auf der Schulter tragen kann, ohne gleich zusammenzubrechen. Und mein erster Film Tempo, den haben wir gedreht mit einem Prototyp, von so einer besonders leichten Moviecam. Und diese Größe, also was damals Prototyp war, ist heute eigentlich Standard, weil man eben sehr viel, die Ästhetik ist, dass man sehr viel Handkamera macht. Und das war vor 30, 40 Jahren einfach nicht möglich, weil das Gerät zu schwer war, weil die Kameras nicht lichtempfindlich genug waren. Man ist dadurch viel beweglicher geworden und so haben diese technischen Innovationen haben auch den Stil der Filmkunst ganz massiv geprägt und verändert. Abgesehen von der Kamera gibt es noch ein Objekt, einen Gegenstand, der in den letzten 5 bis 10 Jahren Ihr Leben wahnsinnig erleichtert hat? Erleichtert. Film ist ein Medium, wo man jetzt anders als Schriftstellerei oder Malerei, wo Technik eine wichtige Rolle spielt und wo man auch immer auf der Höhe der Zeit sein muss, schauen muss, was gibt es an neuen Entwicklungen, was kann man einsetzen, um seine Visionen zu verwirklichen. Die andere Sache, wo sich einerseits natürlich die ganzen Digitaleffekte, was ich vorhin angesprochen habe, hat sich massiv verändert, dass man einfach heutzutage immer sagen kann, hätte ich jetzt einen aufwendigen Bau, machen wir das real oder ist es billiger, dass ich das nachträglich digital mache? Und das ist einfach eine Entscheidung, dass man durchrechnet, sagt, was ist billiger, wie viele Einstellungen habe ich, was kostet das an Rechenzeiten oder ist es gescheiter, dass ich das als Kulisse hinstelle. Das ist eine große Änderung, aber eben auch Schnitt. Ich kann mich erinnern, meine allerersten Sachen beim Fernsehen, das war halt noch wirklich, wo man den Filmstreifen gehabt hat und dann 2 Filmstreifen mit einem Tixo vorn und hinten zusammengepickt hat und dann hat man den dazugehörigen Tonstreifen, hat man
markiert, beschriftet, ja, und geschrieben, das gehört dazu, hat ihn dann aufgehängt und so. Und mit so einer Arbeitsweise wären diese irrwitzigen Schnittkaskaden, die heute eigentlich in Actionfilmen Standard sind, das wäre nicht möglich. Und das gibt es auch nicht. Also wenn man sich Actionfilme aus den reicht 80er Jahren anschaut, die haben einen viel, viel langsameren Rhythmus. Das ist ein Quantensprung gewesen durch diese neue Technologie. Wir haben in unserem Video gesehen, einen Mann, der gesagt hat, nach dem Thema Werte gefragt, der Österreicher ist sehr human. Jetzt weiß ich, also Humanität, der hilft sehr gerne. Ich weiß von Ihnen, dass Sie bei sich zu Hause einen Flüchtling aufgenommen haben. Der wohnt noch immer bei Ihnen. Ja, das hat sich irgendwie so ergeben. Das war letztes Jahr, wo in Klosterneuburg, wo ich jetzt wohne, gibt es eine sehr rührige Gruppe. Da gibt es ein Erstaufnahme-Flüchtlingsheim und die haben dort organisiert Deutschkurse. Und da habe ich mich dann eben auch gemeldet, weil man irgendwie gesehen hat, dass da die staatlichen Institutionen, das kann nicht so schnell funktionieren. Und da muss man oder sollte man als Bürger mithelfen. Und dann habe ich dort bin ich dort hingelaufen, habe Deutschunterricht gegeben und da ist halt dann irgendwie eine Beziehung entstanden und der wohnt jetzt bei uns und macht Deutschkurse und ist eigentlich etwas, was jetzt wirklich ganz ohne was das Leben bereichert. So. Ist ein netter Kerl und passt gut in die Familie und ja. Schön. Wenn Sie den Österreicher und die Österreicherin inszenieren würden, wir haben schon vorher gehört, Grant, wie würde er denn ausschauen, wie würde er sprechen, wie würde er auftreten, wie würde er sein? Ich glaube, erstens mache ich das ja öfters, den Österreicher inszenieren und ich glaube, als Österreicher selber weiß man auch, dass es da halt ein sehr breites Spektrum gibt, wie wahrscheinlich in jedem anderen Land auch und es ist wahrscheinlich leichter bei Leuten aus anderen Ländern, die einem ein bisschen ferner sind, dann so auf Klischeevorstellungen zurückgreifen. Und dass es natürlich in Österreich wie in jedem anderen Land gibt, Leute, die sehr, weiß ich nicht, Angst vor allem Neuen und Fremden haben und eine Aggressivität daraus entwickeln. Und auf der anderen Seite, dass es auch sehr viele weltoffene und innovative und tolerante Menschen gibt und dass es deswegen auch wichtig ist, bei der Bundespräsidentenwahl mitzumachen. Aber diese Dualität gibt sicherlich. Die gibt es in jedem anderen Land auch und ich glaube. Also so der Österreicher, also dass das jetzt nur der Herr Karl ist, den gibt es immer noch, aber ich weiß nicht, in meinem Leben treffe ich den Gott sei Dank relativ selten. Wäre der fürs Ausland so eine Art Mischung, zumindest optisch, zwischen Schwarzenegger, Walz und Haneck? Ja, ich meine, sind so drei Pole, die alle auf ihre Weise sehr österreichisch sind. Also einerseits da Haneke so als klassischer Bildungsbürger, ein bisschen pessimistisch, ein bisschen wohl auch menschenfeindlich und auf der anderen Seite dann eben jemand wie der Schwarzenegger, der bei allem, was man gegen ihn vorbringen kann, einfach auch einen irren Mut hat und eine irre Chuzpe und dass der da zieht in die weite Welt und sein Glück macht und zum größten Star der Welt wird und in die Politik einsteckt, das ist schon eine großartige Sache, eben weil er offen ist für Neues, weil er weltoffen ist, weil er sich weitergebildet hat, weil er was aus sich gemacht hat. Also der eine eben, der ein bisschen mehr sozusagen in der Vergangenheit, in der Geschichte verhaftet ist und der andere
der eben rauszieht in die Welt und was aus sich macht. Das sind sicher zwei Pole, aber auch das gibt es in Österreich und gibt es sicherlich überall sonst auf der Welt auch. Es ist ja das 8. FFG-Forum und wir hatten viele Stargäste hier schon. Sarah Wiener, im letzten Jahr Hagara Steinacher, die Olympiasegler, jetzt Sie. Wir hatten vor 4 Jahren den Hannes Aachoch hier auf der Bühne. Jener Kunst- und Rennflieger, der vorletzte Woche mit dem Hubschrauber verunglückt ist, ist uns allen noch sehr gut in Erinnerung. Der hat hier sehr schöne und auch berührende Thesen aufgestellt. Zum einen hat er gesagt, wenn man springt, gibt es kein Zurück mehr. Also wenn man sich für etwas entscheidet, kann man nicht mehr umdrehen. Und man muss ein Ziel genau vor Augen haben und sich darauf konzentrieren, sonst hat man keinen Erfolg. Sehen Sie das ähnlich? Durchaus. Ich meine, das Spezielle beim Drehen eines Films ist, dass ich habe eine begrenzte Zeit. Jeder dieser Drehtage kostet unwahrscheinlich viel Geld. Und es ist eigentlich so, dass die Sachen nicht wiederholbar sind. Also ich bekomme die Ringstraße gesperrt für Mittwoch, den 4. April. So, von bis. Und wenn ich dann in dieser Zeit, wo ich die Ringstraße zur Verfügung habe, nicht meine Einstellungen bekomme, dann habe ich Pech gehabt. Dann wird die Szene im Film nicht funktionieren. Und Regie führen hat eigentlich sehr viel mit Entscheidungsfreude zu tun, weil ich muss diese Entscheidungen treffen. Ich kann nicht sagen, ja, ich ziehe mich jetzt mal zurück ein halbes Stündchen und überlege mir das Ganze nochmal, sondern ich muss pausenlos in der Sekunde sagen, okay, das war jetzt gut genug, nächste Einstellung, oder nein, das machen wir noch einmal und das muss anders sein und du dreh dich nicht nach links, sondern dreh dich nach rechts und da hinten die Statisten gehen so und nicht so. Ich mag auch sehr gern den französischen Begriff für den Beruf, das ist Realisateur. Und das ist was, wo ich mir manchmal gedacht habe, also jetzt so gegenüber Freunden aus Studentenzeiten, was vielleicht eine Qualität war, die mich da hervorgehoben hat, ich war immer ein Realisateur. Also das heißt, einer, der jetzt nicht nur tolle Ideen hat, das haben viele gehabt, sondern einer, der das dann auch durchzieht und dabei notwendige Kompromisse macht und dabei nicht abweicht, aber vielleicht kleine Kurven macht, aber die Sachen zustande bringt. Und das ist, glaube ich, eine Essenz dieses Berufs. Und wenn man das nicht kann, kann man keine Filme machen. Stefan Rosowitzki, alles Gute für die Hölle. Danke noch. Und danke, dass Sie unser Gast sind heute Abend. Danke. Applaus für ihn. Wir wollen noch kurz Sie an unseren TED erinnern. Wir haben Sie gefragt, was die junge Dame sagt. Sie können noch abstimmen mit, sagt sie, A, meine Fußballschuhe, B, mein Bett, C, mein Kühlschrank. Was glauben Sie, du? Es ist wurscht. Das ist ja unwahrscheinlich. Ich würde jetzt auch sagen Fußballschuhe. Das wäre so schön gendermäßig korrekt. Und oh so. Ja. Ist eigentlich der Oscar Ihr wertvollster Gegenstand, deiner? Nein, der ist ein Symbol. Ich habe vorhin auch überlegt und müsste ganz unoriginell sagen, das ist schon mein Notebook. Also das hat sich so in den, da ist einfach mein ganzes Leben drin, da ist ja meine Musik drinnen, meine Bilder, da schreibe ich meine Drehbücher, da mache ich Recherchen für die Drehbücher, vergeude ich fürchterlich Zeit mit blöden Computerspielen. Alles andere wäre eine idealisierende Lüge. Bist du auf Facebook eigentlich? Ja. Ja, wie heißt du denn dort? Ich heiße ganz öffentliches normal. Profil. Ja, ach so. Öffentliches Profil. Nicht als Christoph Walz angemeldet oder so. Ah, das ist nein, ich stehe zu mir. Sehr gut. Ich darf, apropos stehen, alle Podiumsgäste bitte hier nochmal auf die Bühne bitten zu unserem Abschlussfoto. Einstweilen machen wir hier die Bühne frei. Ja, bitte die Minister und auch die Aufsichtsratsvorsitzenden und die Geschäftsführer, das lösen wir gleich auf, hier, den TED. Vielleicht bleibt uns im Optimalfall von diesem Abend oder Nachmittag in Erinnerung, dass die FFG zielgerechte Ideen fördert, dass sie Werte schafft, dass sie zuverlässige Förderungen, vielleicht willst du dich da dazu spenden? Ja, genau. Der Zugang zu Fördergeldern, das wäre das Schöne, wenn es übrig bleibt, soll so einfach wie möglich sein, so sicher wie nötig, aktive Beratung, achtsame Genehmigung von Projekten
Unterstützung der Prozesse, sicherer Umgang mit Steuergeld. Das wäre das Schöne, was wir gerade zum Gruppenbild dazu sagen können. So, und jetzt schauen wir uns einmal an, wie Sie abgestimmt haben. Was Sie glauben, was denn die junge Dame sagt. Was sagt der Ted? A, B oder C? Ist das A? B. B war also das meiste. Und wir schauen uns mal die Auflösung an. Was hat sie denn gesagt? Ich würde sagen, mein Bett. Mein Bett. Und mein Bett. Ja, warum nicht? Ja, mein Bett ist wichtig. Ja, du schlafst einfach gern, nicht? Ja. Du schlafst einfach gern. So. Und hier habe ich jetzt eine Nummer. Wenn Sie bitte auf Ihr Handy jetzt schauen, die ich jetzt hier anrufe. Es geht um zwei Karten für die Österreich-Gala. Austria 16 Gala. Und irgendwo läutet es jetzt gleich, weil ich es auf stumm geschalten habe, wäre es blöd. Schauen Sie bitte drauf, ob ich Sie anrufe. Es sollte ein unbekannter Anruf sein, den Sie hier gleich haben. Hallo, wer spricht denn da? Bitte stehen Sie auf, wenn Sie mit mir telefonieren. Ja. Ah, hier in der Mitte. Kommen Sie bitte vor, hier zur Bühne. Zur FFG-Bühne. Wir haben eine Gewinnerin, die auf das Bett getippt hat. War Ihnen das klar, dass Sie hier, wenn Sie wollen, ich helfe Ihnen, hier vorne bin ich. Ja, ich habe Sie schon angerufen. Grüß Gott, guten Tag. Was für ein hübsches Sommerkleidchen. Hallo, grüß Gott, kommen Sie zurück zu mir. Sie sind die? Stöger Ernestine. Und schon die erste richtige Antwort. War Ihnen klar, dass die junge Dame Bett sagt, weil Sie auch so gern schlafen, oder? Es ist sicher, die Hälfte unseres Lebens verbringen wir im Bett. Und deswegen, echt? Ja. Die Hälfte unseres Lebens? Ja, fast. Das heißt, 15 Jahre haben Sie schon geschlafen? Genau, danke. So, es gibt für Sie jetzt hier einen schönen Preis. Ganz herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Gute Intuition haben Dankeschön. Sie gehabt. Willkommen zur Austria 16 Gala, die Österreicher des Jahres. Vielleicht stellen Sie sich alle gemeinsam hier um die FFG-Buchstaben. Und damit es ein schönes Foto wird, gehe ich weg. So. Danke. Bitte gerne, Herr Bseiner. Sie wissen, auf mich können Sie sich verlassen. Außerdem habe ich meine Gage noch nicht bekommen. So. Ja. Und jetzt tun Sie für den Moment lang alle so, als wären Sie sich furchtbar sympathisch. Ja, das sind echte Fotos. Währenddessen darf ich Ihnen sagen, dass die... Ich danke Ihnen. Sie spielen normal nie mit. Haben Sie zum ersten Mal gewonnen? Und dann gleich so einen Preis? Fantastisch. Ernestine, danke vielmals. Wenn Sie wollen, können Sie stehen bleiben. Sie sind eine hübsche Dekoration für diese... Passt da perfekt rein mit dem Blau. Also, die FFG, wir fassen zusammen. Ein wertvoller Partner von Forschung und Wirtschaft. Sie fördert Innovationen durch Know-how und Finanzierungen. Sie vernetzt wichtige Akteure und sorgt hoffentlich auch weiter für ein innovationsfreundliches Klima. Das unterstützt den Standort Österreich auf dem Weg in die Zukunft. Jetzt darf ich Ihnen sagen, dass links und rechts gleich der Vorhang sich öffnen wird zu einem herrlichen Buffet. Und ich darf Sie, bitte? Mit Spanferkel oder ohne? Haben Sie was mitgenommen vom Sommerfest? Kommt noch, gut. Lassen Sie sich überraschen. Wichtig ist, wir sind ja ein Green Event, also gibt es die Tafelbox am Ende des Abends. Das heißt, was übrig bleibt, nehmen Sie bitte einfach mit nach Hause und lassen Sie es gut schmecken die nächsten Tage. Das war's. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, dass Sie online dabei waren. Danke hier in diesem wunderschönen Raum. Guten Abend und viel Spaß, gute Gespräche, schönes Vernetzen.